Hallo, heute gibt es ein griechisches Bauernbrot aus dem Backautomat. Man benötigt nur wenige Zutaten, fangen wir gleich mal an. Zuerst gibt man Joghurt oder wahlweise Tzatziki in die Backform. Ich habe den Joghurt mit etwas Knoblauchpulver gewürzt. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist auch nicht jedermanns Sache. Dazu gibt man Olivenöl. Und Salz und Zucker. Jetzt kommt noch Weizenmehl dazu. Zuletzt dann noch Trockenhefe. Das war's auch schon. Ich stelle den Backautomat auf das Basisprogramm und den Bräunungsgrad auf Mittel. Dann den Backautomaten nur noch starten und warten, bis das Brot fertig ist. Den Rest macht der Automat alleine. Nach gut 3 Stunden ist das Brot fertig. Jetzt muss man das Brot nur noch aus der Backform nehmen. Dabei sollte man aufpassen, das Ganze ist natürlich nach dem Backen extrem heiß. Und eventuell muss man den Knethaken noch entfernen, sollte der Knethaken im Brot stecken. Das Werkzeug zum Entfernen des Knethakens gehört zu dem Backautomaten, ist dabei, genauso wie der kleine Messlöffel. So schaut das Brot aus. So, das Brot ist abgekühlt und aufgeschnitten. Als Belag habe ich hier ein Heringssalat. Schmeckt wohl. Hier mal eine geschnittene Scheibe. Sieht doch ganz ordentlich aus, finde ich.
Nachdem man den Knethaken entfernt hat, bleibt im Brot an der Stelle natürlich ein Loch. Wer das nicht möchte, muss den Knethaken nach dem Gehen lassen vor dem Backen aus dem Backautomaten entfernen. Ist eigentlich kein Problem, nur ich mache das sehr selten. Mich stört das Loch nicht. Ich werde den Knethaken in einem der nächsten Videos aber mal vor dem Backen entfernen, damit man mal sieht, wie es geht. So, jetzt ist das Abendbrot komplett. Noch einen kleinen Krautsalat dazu und gut ist. Ich hoffe mal, das Video hat gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Abo und so weiter wäre nett. Ich sage dann mal bis dann, ne? Tschüss!